Schon? Okay, herzlich willkommen bei Bildende Kunst. Was will uns der Künstler damit sagen? Heute im Programm Bewegung von Tom Kurs. Was will uns der Künstler damit sagen? Also, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber das stinkt. Oh Gott, echt, hier stinkt es übelst. Das stinkt wirklich. Und es ist, also es will uns damit sagen, das ist eine Prostituierte, die findet ihre Brüste nicht toll, hat aber gleichzeitig ein Geschwür am unteren Rippenfell. Die will den Arzt dafür verklagen, aber der hat ein Magengeschwür. Es ist schwer zu erkennen, aber der ist bewaffnet. Und das weiß die aber noch nicht. Die hat nur einen Arm. Warum? Man weiß es nicht. Die Haare, die hat solche wunderschönen Rasta-Locken. Da war die extra in Indonesien, um das machen zu lassen. Es hat auch viel Geld gekostet. Deshalb der Arm. Die hat den Arm verkauft. Die hat einen Schwanz. Also, da man nimmt es an, dass er aus dem Weltall kommt. Und jetzt hier auf Erden ist, um Schönheitschirurgen zu ermorden. der hat wiederum Bomben in seinem Körper drin und sieht aber aus wie ein Pferd. Das ist also ein Pferdeschirurg. Wichtig, weil man muss dazu sagen, der Künstler Tom Kurs war Tierarzt. Und der hat öfters meint Schrotteisen. Der hat öfters Pferde geboren verhindert. Pferde geboren verhindert. Was ist das für eine Scheiße? Schrotteisen. Wichtig, weil man muss dazu sagen, wir stehen vor einer alten Fabrik und die wichtigen Trägerteile der Fabrik sind jetzt in diesem Ding drin. Das heißt, die Fabrik wird bald einstürzen. Und dann werden alle radioaktiv verstrahlt. Das will uns damit sagen, weil da nämlich ein Rad ist. So, das ist auch schon das Ende der heutigen Sendung, Bildende Kunst. Wir verabschieden uns an der Kamera, Julian. Schrotteisen. Und wir sind jetzt raus. Ich wünsche euch noch einen sehr schönen Tag.